Der Freezy Boy. Bin schnell gewesen. Cool. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dem Unboxing. Heute unboxen wir den Freezy Boy. Die Box. Pinguin drauf. Ist wohl auch ein Pinguin drin. Und das finden wir jetzt zusammen raus. Oh, Pinguin drin. Es ist das erste Unboxing-Video seiner Art. Und zwar geht es hier um die neue Produktgattung, einen Biofreezer. Warum? Dass wir glauben, dass das neue coole Gadget für die Küche ist, erzählen wir euch jetzt. Jetzt schauen wir, was dann alles dazu kommt zu dieser Box. Betriebsanleitung. Ein Befestigungsfuß. Und Kleinteile zum Befestigen vom Apfeleimer in der Schublade. Das ist er jetzt, der Freezy Boy. Ist rechteckig gemacht. Ich sehe ihn auf der einen Seite Luftlöcher. Das hat wahrscheinlich mit der Kühlungsmaschine zu tun. Nie- und Ausschalter, sonst kein Bedienungselement. Das ist noch cool. Es fliegt Licht über dem Boden, hat unten einen leichten Spalt. Oben haben wir den Deckel mit der Griffkante, ist noch cool gemacht, alles schön gerundet und designig. Machen wir das Ding mal auf. Wow! Der Kübel ist sehr schön gemacht, matt, ein bisschen Glanz. Ich sehe hier edel eingeschaffenen Pinguin in Glanz. Wir haben hier unten an. Produktionsnummern. Ah, cool. Freezy Boy Logo. Und nochmal die Webseite. Der hat dann noch verschiedene Gruben. Du kannst dann den Deckel ausziehen und festheben. Und wenn du den Freezy Boy leerst, kommt er nichts in die Hand. Gefriert ja alles hier drin. Ich sehe noch zwei Sachen, die man erwähnen sollte. Das eine ist die Seriennummer, die hier aufgedruckt ist, von der Produktionsserie. Und das andere ist das Gerätetypenschild vom Freezy Boy One. Nochmal ein fettes Logo. Ja. Developed and designed by Avantyard in Lucerne Valley. Switzerland. Okay. Von Schweizer. Wenn du die Rillen da innen siehst, sie wiederholt sich da am Kübel. Und ich kann mir sagen lassen, solange das der Kübel im Gerät innen steht, verreist das Gerät innen nicht. Ja. Und ich sehe auch gerade, der Griff geht gerade wieder runter. Zack. Und schließt smart. Ich bin schnell gewesen. Den Eimer kann man wahrscheinlich auf zwei Arten rein tun. Spielt keine Rolle. Ja, aber der Griff geht auf eine Seite ab. Das ist gut. Dann sehen wir hier noch eine Dichtung. Schön verarbeitet. Bei 90 Grad kann man sogar den Deckel wegnehmen. Und dann noch reinigen, wenn es muss sein. Wieder draufstecken. Und zu. Cool gelöst. Was ist, wenn es mal so ein Scharnier bricht? Dann nimmt man einfach beispielsweise eine Gabel, die jeder daheim hat in der Küche. Drückt runter und kann die Scharnier rausziehen und so ersetzen. Ah, cool. Ein kleines Schnäpperli dran. Zack, wieder drin. Kinderlicht. Cool. Man sieht hier mit den Rillen, dass im unteren Drittel die Technik scheint drin zu sein. Ich würde jetzt gerne mal hineinschauen. Dürfen wir leider daheim nicht öffnen. Aber zum Glück haben wir unseren Techniker da, der uns das Gerät rasch öffnet. Wow. Viel Platz hat es hier unten nicht mehr. Nein, da ist vollpackte Technik. Cool. Scheint das Herz dieser Maschine zu sein. Und zwar der Kühlkompressor sehe ich hier, der das Ganze auf minus 5 Grad kühlt. Ah,
Er kühlt auf minus 5 Grad und macht, dass dein Kompost nicht mehr stinkt. Die Frage ist einmal, wie stelle ich den daheim auf? Das ist relativ einfach. Durch sein schönes Design kannst du ihn einfach irgendwo anstellen, einstecken und er gefriert deinen Kompost im Innenkübel. Und wenn du es ein bisschen schöner willst in der Küche, schau mal da. Da haben wir den Freezyboy in der Schublade integriert, unter der Spüle. Funktioniert wunderbar. Den gibt es nämlich einerseits zum Nachrüsten, wenn du schon das System daheim hast und so eine Schublade. Also ein Upgrade? Ja, hast du ihn in 5 Minuten installiert. Und mit einem Doppelstecker hast du Strom vom Geschirrspüler unter der Spüle. Das ist immer so. Und ich sehe hier jetzt auch die Version vom Gesamtabfallsystem, wo ganz alles aufeinander abgestimmt ist. Genau, das passt so direkt unter die Spüle in die Schublade und wird da ebenfalls ein cooles Feature. Der Kübel hat hier eine Spannlasche, wo ich 35 Liter oder 2 17 Liter Säcke kann einspannen. Jetzt, wo der Müll nicht mehr stinkt, kann man ja den Kübel überlegen. Schön abgeschlossen. Mhm. Zeig mir mal, wie das Ganze aussieht im Handling. Ich habe hier einen, der schon bestückt ist. Cool. Bananenschale. Ist gefroren. Siehst du da innen das Eis? Ja. Aber die Eisschicht, kommt die schnell weg, oder ist das? Die hat sogar einen guten Zweck. Wenn der Freezyboy leeren willst, 5 Minuten auf die Abdeckung stellen, dann löst sich um den gefrorenen Inhalt die Seitenwände und alles rutscht so sauber raus, dass ich in der Regel den Kübel gar nicht waschen muss. Das ist schon noch krass. Ich meine, häng das mal an. Scheiß Gold. Cool. Und? Sauber und versorgt. Ja, und wenn ihr jetzt mehr Informationen wollt, zum Freezyboy, dann geht auf freezyboy.com oder der Link ist auch unten in der Beschreibung.